Hallo, im Oktober habe ich 6 Bücher gelesen, die mir auch alle recht gut gefallen haben. Zu dreien habe ich schon ein extra Video gemacht, sodass dieses hier hoffentlich nicht so lange dauert. Das erste Buch war If I Was Your Girl von Meredith Russo. Die Hauptperson ist eine junge weiße Transfrau, die nach einem traumatischen Erlebnis zu ihrem Vater zieht. Der wohnt in einem Dorf in den Südstaaten der USA. Und dort versucht sie dann das erste Mal Stealth zu leben und nach einem Gap Year auch überhaupt wieder erst zur Schule zu gehen. Und nun ja, dieses Stealth-Leben gestaltet sich dann mit Leben als Teenager, Verlieben und Freundschaft und so alles etwas schwieriger als zuerst gedacht. Auf dem Buch hier vorne steht Important and Brave und ich weiß nicht, wie wichtig das ist, aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Und ich habe auch vom Buch herausgeben und Bücher schreiben keine Ahnung. Aber die Geschichte an sich fand ich jetzt nicht sonderlich mutig. Die Autorin schreibt selber in ihrem Buch im Schlusswort etwas dazu, was ich einmal kurz vorlesen werde. I have in some ways cleaved to stereotypes and even bent rules to make Amanda's transness as unchallenging to normative assumption as possible. Das hat die Autorin ganz gut zusammengefasst. Es ist eine stereotype Transgeschichte, die leider auch nicht ohne einen Spannungsbogen, der durch sexualisierte Gewalt entsteht, auskommt. Die Autorin ist selber eine Transfrau und gerade dieses Schlusswort, aus dem ich eben zitiert habe, hat mich das Buch nochmal aus einem anderen Licht sehen lassen und ihre Motivation noch etwas mehr verstehen lassen, was das Ganze etwas besser gemacht hat. Zusammengefasst war es also nichts wirklich Neues, wie ich zum Beispiel bei dem Buch Nevada gefunden habe. Aber im Mainstream gibt es ja jetzt nicht so viele Transgeschichten, als dass es nicht völlig gut wäre, auch über ein sehr gesellschaftskonformes Transmädchen zu schreiben. Danach habe ich das Buch Giovannis Zimmer von Baldwin gelesen. Das Buch habe ich für 1 Euro gefunden und zeitgleich sprachen Sam von Sam Stuff und Helene von Books of Lines in ihren Videos über Baldwin und genau dieses Buch. Deswegen war ich sehr motiviert, es zu lesen und es hat mir auch sehr gut gefallen. Das Buch ist ein moderner Klassiker und schon viele Leute haben sehr viel Schlaues über dieses Buch gesagt und geschrieben. Ich werde unten in der Videobeschreibung 4 Videos verlinken zu Leuten, die das auf YouTube hier auch gemacht haben. Ich bin etwas eingeschüchtert davon und werde deswegen nur eine sehr kurze inhaltliche Zusammenfassung euch geben. Zu Beginn des Buches ist die Hauptperson David in einer Wohnung in Südfrankreich und seine Ex-Freundin reist zurück in die USA und sein Ex-Freund erlebt die letzten Stunden seines Lebens in Paris, bevor er hingerichtet werden soll. Das Buch geht weiter, indem David zurückblickt auf die Zeit, wie es überhaupt zu diesen Situationen kam. Ich fand besonders beeindruckend, wie Baldwin in diesem Buch, das 1956 erschienen ist, über männliche homosexuelles Begehren gesprochen hat und auch gleichzeitig, wie diese homofeindliche Gesellschaft einfach Menschenleben zerstört hat und die Überlebenden kaum Möglichkeiten oder Hoffnungen hatten, ihr Leben nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Ich sehe auf jeden Fall, warum es so ein erfolgreiches Buch ist, weil es einerseits so wichtige Themen anspricht und andererseits aber sehr flüssig gut lesbar war. Danach beendete ich das Sachbuch Behinderung, Chronik eines Jahrhunderts von Christian Mörner und Udo Sürk. Zu diesem Buch habe ich auch schon ein Video gemacht, in dem ich mehr auf die Inhalte des Buches eingehe. Kurz gefasst geht es einfach darum, wie im 20. Jahrhundert in Deutschland Behinderung verstanden wurde und wie Menschen mit Behinderungen behandelt wurden. Zum Ende des 20. Jahrhunderts wird dann auch organisierter Widerstand dagegen beschrieben. Ich fand das eine sehr gute Einführung ins Thema. Von Myrna weiß ich es nicht, aber Sirk ist auf jeden Fall ein Aktivist in der emanzipatorischen Behindertenpolitik.
Dann habe ich passend zum Oktober die dystopische Vampir-Slash-Zombie-Trilogie von Julie Kagawa beendet. Das letzte Buch heißt The Forever Song. Die ersten beiden Bücher habe ich im September gelesen, deswegen habe ich im September-Video schon etwas dazu gesagt. Es hat eine starke, nicht weiße 16-Jährige als Hauptperson. Ab dem zweiten Teil wurde die Geschichte etwas romance-heavy und es gab auch immer weniger Frauen, die für die Geschichte irgendwie wichtig waren. Was mich ab dem zweiten Teil gestört hat, war die ständig vorhandene Behindertenfeindlichkeit, was im dritten Teil noch zugenommen hat. Also der Bösewicht wurde einfach die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit mit behindertenfeindlichen Wörtern beschrieben. Das war sehr anstrengend zu lesen und hat auch nicht gerade viel Kreativität gezeigt. Abgesehen davon war es aber eine sehr spannende, fast-paced Geschichte. Danach kam das Buch Die Erfindung der deutschen Grammatik von Rascha Abbas. Es enthält 15 Kurzgeschichten, die alle aus der gleichen Sicht einer syrischen Frau, die in Berlin einen Asylantrag stellt, geschrieben ist. Es sind sehr lustige Beobachtungen und interessante Überlegungen über die deutsche Gesellschaft und die deutsche Sprache. Ich habe das Buch mehr oder weniger durch einen Zufall gefunden und deswegen war ich sehr überrascht, wie gut es mir gefallen hat. Und ich habe ein extra Video dazu noch gemacht. Und als letztes Buch las ich Six of Crows von Leigh Bardugo. Auf dem Cover steht noch Six Dangerous Outcast, One Impossible Heist. Es ist ein Buch, von dem ich schon etwas länger weiß und das Leute wegen seiner Diversität sehr gelobt haben. Dementsprechend war ich etwas enttäuscht. Die romantischen Beziehungen kamen mir oft abusive vor oder wenn nicht das, dann hatten sie zumindest keine funktionierende Kommunikation. Aber die Geschichte war spannend und mir haben besonders die magischen Elemente daran gefallen. Wie das Cover sagt, geht es um einen Heist, aber es geht auch genauso um die sechs Teenager, die ihn begehen. Im Laufe der Geschichte erfährt man, wie sie jeweils in das Rotlicht- oder auch Casino-Milieu gekommen sind und auch von ihren illegalisierten und zum Teil auch sehr gewalttätigen Aktivitäten. Denn es ist eine sehr gewaltvolle Welt, in der die Jugendlichen leben, was es für mich zu einem passenden Oktober-Halloween-Buch gemacht hat. Das war's. Ich bin interessiert, was ihr von diesen Büchern haltet, also schreibt mir gerne einen Kommentar oder einfach einen Link mit einem Video oder einem Text zu den jeweiligen Büchern. Ach ja, ich bin immer bemüht um Own Voices. Bei Bardugo weiß ich das dieses Mal nicht, aber bei den anderen fünf Büchern in diesem Monat war es auf jeden Fall so.